Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder wie ich sagen soll, denn Niantic klaut Pokémon, beziehungsweise muss man schon sagen, Niantic mobbt wieder. Das ist ja schon fast eine Reihe geworden, wie die mich ständig mobben, was da immer zu passiert, was schief läuft und jetzt ist was passiert. Will euch kurz erzählen heute, deswegen richtig abgefuckte Folge. Es geht mir so an die Nieren, sage ich mal. Vorhin ist ein 5er-Raid am Busbahnhof aufgegangen mit einem Kyogre. Ist ja momentan in den 5er-Raids da und ich gute Dinge also losgelaufen. Vorher noch gefragt, ob jemand Bock hat auf den 5er-Raid am Busbahnhof hin und her. Bin dann also runtergegangen. So, den 5er-Raid gemacht, alles cool. 5er-Counts, noch 18 Sekunden übrig. Richtig knappe Sache, hat aber gereicht. Und ich hatte meine Kamera nicht dabei und nichts, habe gedacht, nimmst einfach nur den Raid mit, machst heute eine besondere Folge, die wird ein anderes Mal kommen, jetzt muss ich ja das machen. Der Raid ist zu Ende, kein Shiny dabei, aber was war dabei? Ein 100% Kyogre mit 23,51. Leider nicht auf dem großen Account, sondern auf dem kleinen Account, 23,51, 100%iges Kyogre. Und ich hatte 16 Bälle zum Fangen und das bleibt eh meistens nach dem fünften Ball oder so locker drin. Mit 16 Bällen gehe ich mal davon aus, hätte ich das gefangen, kein Problem. Leider wollte ich wieder mehr. Ich hätte es einfach fangen sollen auf dem anderen Handy. Ich habe mir aber gedacht, okay, das screenst du jetzt mal ab. Du lockst dich also aus. Loggst dich auf deinem Haupthandy ein, wo auch der AC Screen Recorder drauf ist und gehst einfach dann, drückst nochmal auf die Arena, jetzt wo du dich umgeloggt hast, auf den kleinen Account, dann kommt das ja nochmal ganz groß an und dann bist du wieder in dem Fangbildschirm und dann kannst du es einfach von dem anderen Handy aus fangen mit dem gleichen Account sozusagen. Ja, aber war leider nicht der Fall, komischerweise. Ich habe mich umgeloggt, bin auf die Arena gegangen und es war einfach dieses Raid-Symbol, was auch immer bei dieser Medaille angezeigt wird, wenn ihr normale Raids abschließt. Normal ist ja das Pokémon immer noch oben über der Arena zu sehen. Auch wenn der Raid schon zu Ende ist, ist das Pokémon noch zu sehen, weil ihr es ja noch fangen könnt. Nach meinem Wissensstand habt ihr, solange der Raid an der Arena ist, die Möglichkeit, das Pokémon zu fangen. Es kann ja auch mal sein, dass euer Account mal zu sehr von der Arena wegdriftet und ihr vielleicht dann rausfliegt mittendrin oder eben, wenn der Gegner schrumpft, besiegt ist, der Raid-Boss schrumpft und in dem Moment vielleicht kurz das GPS weg ist, ihr rausfliegt, aber sobald ihr erneut auf die Arena drückt, kommt ihr in den Fangbildschirm. Ihr müsst also eigentlich nicht in dem Moment, wo der Gegner schrumpft und gefangen werden kann, fangen. Ihr könntet theoretisch auch erstmal aus der Lobby, also aus dem Fangbildschirm raus, könnt nach Hause gehen, könnt dann wieder hingehen, so nach dem Motto, dachte ich immer. Drückt halt einfach erneut auf die Arena und habt dann noch Zeit zu fangen. Falls ihr natürlich, wenn die Pokémon-Box voll ist, ist das ja auch so, wenn die Box voll ist, werdet ihr auch rausgeschmissen. Und ihr müsst erstmal ein paar Pokémon wegschmeißen und dann könnt ihr erneut auf die Arena drücken und der Raid-Boss ist ja noch da, weil der Raid ist ja auch noch da, obwohl er schon besiegt ist und ihr habt dann noch die Möglichkeit zu fangen und erst wenn er gefangen ist, könnt ihr auch die Arenascheibe drehen. Denn solange ist, dann ist dieses Symbol zu sehen, was auch bei den Medaillen aufkommt mit diesem Rizeros-Kopf. Und das hat mich manchmal schon genervt, wenn es schnell gehen musste und man ist durchs Land gezogen, Raids gemacht und hat gedacht, gut, das ist ein schlechtes, das fange ich jetzt eh nicht. Ich fliehe einfach aus dem Bildschirm, aus dem Fangbildschirm, aber ich drehe die Arena wenigstens nochmal. Die ging natürlich nicht drehen, weil immer wenn ihr auf die Arena draufgegangen seid, hat es euch automatisch wieder in den Fangbildschirm zurückgeschmissen. Ihr konntet also, solange wie der Raid-Boss an der Arena war, den Raid nicht drehen. Nachdem es besiegt war, ihr musstet fangen. Jetzt war es aber eben anders. Ich dachte, gut, der ist jetzt noch 20 Minuten da. Du fängst das auf dem Großen, lockst dich aus, lockst dich um auf den Kleinen, machst den AZ Screen Recorder an, tippst die Arena an, fängst dein 100%iges Kyogre auf dem zweiten Account mit 16 Bällen. Das wäre drin gewesen, da verwette ich alles drauf. Ich tippe auf die Arena und es zeigt mir dieses Rizeros-Wappen an. Als ob der Boss schon gefangen ist. Was er aber nicht ist, denn ich habe keinen einzigen Ball geworfen, ich habe nichts gemacht, er war einfach weg. Und ich habe das dann bei einem anderen Account auch probiert, bin da mal geflohen auf die Arena drauf, er war weg.
Obwohl der Raid auf einem Account, der den Raid nicht gemacht hat, noch 20 Minuten da war ungefähr, ich konnte ihn nicht fangen. In dem Moment, wo ich den Fangbildschirm verlassen habe, war der Raid-Boss einfach fort. Wäre da die Pokebox voll gewesen und ihr wärt rausgeflogen, dann hättet ihr gar keine Chance gehabt. In dem Fall war es natürlich eigene Dummheit, dass ich das aufnehmen wollte und bin geflohen, habe mich umgemeldet. Ich hätte es einfach ohne Aufnahme einfach machen sollen, dann hätte ich wenigstens jetzt ein 100%iges Kyogre auf dem kleinen Account. Aber ich dachte, für euch habe ich was zum Zeigen, nehme ich den mit und tu das danach erklären und zeig das, die Aufnahme, alles, bam. Nichts da, geschissen, jetzt ist das 100% Kyogre weg, 16 Bälle einfach auch weg, alles weg und ich verstehe es nicht. Und komischerweise, ich dachte, vielleicht gab es ein Update, vielleicht haben die das irgendwie geändert, dass ihr wirklich, weil wer jetzt wirklich wissentlich aus dem Fangbildschirm flieht, der hat ja eigentlich gar nicht vor, das zu fangen. Der will vielleicht wirklich dann weiterziehen und die Arena noch drehen. Also wenn ihr wirklich flieht, dass das jetzt abgeändert ist, dass ihr dann nicht die Möglichkeit habt. Wenn ihr rausfliegt wegen einem Fehler, ist es noch da, okay. Und mit einem Update kam es vielleicht rein, dass wenn ihr wissentlich den Fangbildschirm verlasst und selbstständig flieht, dass eben dann der weg ist, weil ihr den ja nicht fangen wollt, um so die Möglichkeit zu haben, die Arena zu drehen. Hab dann aber einen anderen Raid das ausprobiert, hab den Raid-Boss besiegt, bin aus dem Fangbildschirm raus, der hatte eine schlechte WP, wollte ich nicht fangen, hab gedacht, jetzt ist er weg, kannst du die Arena drehen, was ist? Er sitzt einfach oben drauf. Er sitzt oben drauf, du bist jedes Mal wieder in den Fangbildschirm zurückgekommen und konntest den wieder fangen. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab gedacht, gut, vielleicht ist es mit einem Update eingeführt worden, aber wie kann es bei einem Raid danach plötzlich so sein, wie es immer war, und nur bei diesem Raid war es eben anders, das habe ich nicht verstanden, das begreife ich nicht, deswegen schreibt ihr mal rein, habt ihr das schon mal gehabt, ihr seid sicherlich schon mal aus der Arena rausgeflogen oder nach dem, bevor es zum Fangbildschirm kommt, wegen GPS irgendwas, keine Ahnung, oder habt euch zu weit entfernt mal rausgeflogen und musstet erneut auf die Arena drücken zum Kämpfen, zum Fangen, meine ich, nicht kämpfen, nach dem Kampf. Zwischen Kampf und Fangen, wenn ihr da rausgeflogen seid, ist das euch schon mal passiert? War der Raid-Boss noch da? Und habt ihr, meiner Meinung nach, eurer Meinung nach, die ganze Zeit die Möglichkeit, also den zu fangen, solange er da an der Arena vorhanden ist, der Raid? Oder wisst ihr es besser und könnt mich belehren, woran es lag? Ich weiß es nämlich nicht. Mit einem Update hat es also nichts zu tun. Ich habe auch mal die Handy-Versionen verglichen. Bei dem Handy, wo dann der nachträglich noch da war und einfach mal 20 Mal den Fangmodus verlassen konnte, wieder drauf gedrückt, wieder im Fangmodus verlassen, wieder drauf gedrückt, Fangmodus. Es ging die ganze Zeit und er hat genau dieselbe Version, dieselbe Pokémon-Version, alles genauso wie der große, wo es eben nicht ging. Wo es auf einmal weg war. Einfach so, es war weg. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit, sozusagen es zu fangen oder zu vergeigen. Gut, ich habe es von Haus aus vergeigt, aber trotzdem. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gehabt? Das finde ich richtig krass. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich mich jetzt an Niantic wenden und das melden und mich beschweren, damit ich dann morgen ein 100%iges Kyogre im Beutel habe? Oder ich verstehe es nicht. Also wenn ihr das kennt, wenn ihr das Problem auch schon mal hattet oder solche Beobachtungen gemacht habt, dann schreibt es mal in die Kommentare oder klärt mich auf, woran kann es liegen? Was war der Fehler? Ich habe wirklich an der Arena gesessen. Ich war nicht weit genug, ich bin nicht weggegangen oder sonst was. Ich habe da ewig probiert, habe nochmal die App komplett neu gestartet, habe da nochmal gemacht, hier nochmal, dort, habe mich noch 50 Mal umgemeldet, auf dem anderen Handy probiert. Er war einfach weg. Einfach so. Ich verstehe es nicht. Wenn ihr es versteht, schreibt es in die Kommentare. Das war's für heute. Ich bin echt enttäuscht. Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Dachte, das halte ich fest. Das screene ich ab für euch. Das zeige ich hier. Das 100%ige noch gefangen. Dann noch was anderes hinterher. Aber jetzt hat mich das Thema so abgefuckt, dass ich das als extra Video mache. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr, bei euch läuft's besser. Und ich hoffe, ihr habt Spaß immer noch mit Kyogre. Ist manchmal knifflig zu fangen, aber mit ein paar Würfen hat man den Dreh eigentlich raus, wie man werfen muss, dass man das auch immer einfach fabelhaft trifft. Goldene Bären immer am Start, dann ist es eigentlich auch ein sicheres Ding. Das war's von meiner Seite aus. Schreibt's mal rein, klärt mich auf und keine Ahnung, einfach richtig beschissen. Aber gut, Niantic mobbt ja sowieso immer. Ist nicht das erste Mal. Das war's von meiner Seite. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.